Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und kleiner Anouk ist natürlich auch mit dabei. In meinem heutigen Video geht es um essbare Baumblätter im Frühling. Oh, ich liebe es, jetzt wird alles wieder so wunderbar schön grün. Und wenn die ersten frischen Blättlein sprießen, die sind dann immer so lecker zart. Und dann ziehe ich immer los, um welche zu naschen. Oder manchmal sammle ich mir auch welche für meinen Salat. Oder ich mache auch sehr gern mal ein frisches Baumblätterpesto daraus. Und jetzt möchte ich euch gern mal mitnehmen und wir schauen mal, welche tollen, leckeren, essbaren Baumblätter hier so alles wachsen. Das hier sind definitiv meine Lieblingsbäume. Die wunderschönen, stolzen Buchen. Wenn es dann alles so schön grün wird, so lieblich maigrün. Ist echt wundervoll. Und die Buchenblätter sind gerade jetzt im Frühling, wenn sie noch schön zart sind, einfach köstlich. Die schmecken fast ein bisschen wie Waldsauerklee oder Sauerampfer. Kann man dann gut so naschen. Oder ich mache auch gerne einen Buchenblattsalat. Oder in Schmusi kann man die auch mit reintun. Später im Frühjahr werden sie dann ziemlich hart. Da kann man sie dann nicht mehr so gut so essen. Da kann man sie dann aber immer noch gut in einen Mixer reingeben und leckeren Schmusi draus machen. Und das hier ist doch mal eine wunderschöne Birke. Die Blätter der Birke sind auch gerade im Frühjahr sehr gesund. Ich esse sie immer am liebsten gleich so vom Baum oder mache sie auch sehr gern in meine Salate mit rein. Sie enthalten sehr viele Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherische Öle und viel Vitamin C. Auch super zur Frühjahrskur, weil sie helfen und unterstützen, den Körper zu reinigen. Dieser wunderschöne Baum hier ist eine Linde, um genau zu sein, eine Sommerlinde. Das Merkmal von Sommerlinden ist, sie haben viel zartere Blätter als die Winterlinden. Das hier sind die wunderschönen Blätter der Sommerlinde. Die sind so schön herzförmig und gerade jetzt im Frühjahr von April bis Juni oder Juli sind sie herrlich zart und lecker im Salat, in Schmusis oder in Gemüsegerichten oder auch als Spinat. Am allerliebsten nasche ich sie allerdings so direkt vom Baum. Wer noch nähere Informationen über die Linde möchte, kann sich auch gerne mein Video anschauen. Die Linde, der Baum der Liebe. Ich liebe einfach Linden. Die sind einfach wunderschön. Und köstlich. Sehr köstlich und gesund im Frühjahr sind auch die Blätter des Spitzahorns. Das hier sind die jungen Blätter des Spitzahorns. Sie enthalten sehr viel Kalium, Calcium, Magnesium und Eisen. Und gerade im Frühjahr, so April bis Mai, Juni, sind sie sehr köstlich, wenn sie noch schön klein und zart sind. Kann man sie toll in Salat tun oder in Schmusi oder in alle möglichen Gerichte oder gleich so naschen. Und hier im April kann man auch gleich noch die Blüte mit verwenden. Sie sind auch sehr lecker. Hier sind sie jetzt allerdings schon fast verblüht. Man muss natürlich schauen, dass es auch wirklich ein Spitzahorn ist, weil es gibt auch andere Ahornsorten, wo die Blätter dann eher ein bisschen bitter sind. Die erkennt man, da sind die Blätter eher ein bisschen rötlich. Und die Blätter vom Spitzahorn, die sind herrlich mild und süßlich. Sehr köstlich. Das hier sind die leckeren Fichtenspitzen. Die findet man von April bis Anfang Juni und die schmecken herrlich zitronig, nadelbaumartig. Das ist zum Beispiel eine sehr leckere Erfrischung, zum Beispiel beim Wandern. Ich nasche sie am liebsten gleich so. Oder man kann auch diesen leckeren Fichtenspitzenhonig daraus herstellen. Darüber habe ich schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Es ist natürlich wichtig zu wissen, den Unterschied zwischen der Fichte und der giftigen Eibe. In meinem Video erkläre ich auch nochmal genau die Merkmale von Fichte und Eibe. Die Fichtenspitzen sind jedenfalls sehr köstlich und sie enthalten sehr viel Vitamin C. Auch sehr lecker sind die Blätter der Wildkirsche. Ich finde, die haben schon voll dieses Kirscharoma mit drin. Hier sind auch schon die ersten kleinen Wildkirschen dran. Sehr köstlich.
wächst meist im Wald oder irgendwo am Waldrand. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt mal ein paar der leckeren, essbaren Baumblätter, die ich immer gerne für mich so sammle. Wahrscheinlich gibt es natürlich auch noch andere, ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig dazu inspirieren und ich werde jetzt hier noch schön die tolle Sonne und den herrlichen Frühlingswald genießen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich mal auf meiner Webseite besuchen kommt, und zwar hier. Pling! Oder besucht mich auch gern mal auf Facebook oder YouTube. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.